So, und zurück bei The Walking Dead. Wir waren ja hier unter dem Haus. House meeting in 5 minutes. That's good. It won't take long. There's a few things we need to discuss. Fine. Okay, wir waren ja hier unter dem Haus und versuchen jetzt ins Haus zu kommen. Wir brauchen Verbandsmaterial, Nadel und Faden. Mal schauen. Hier ist Licht. Vielleicht kommen wir da rein. Wir benutzen mal den Hammer. Ah, da komme ich nicht mit drunter, ne? Nimm ich mal das Messer. Und der Arm tut natürlich höllisch weh. Denn wir müssen echt unseren Arm jetzt mal langsam, ne? Oh, ne. Ist uns das Messer abgebrochen? Oh, kacke, Mann. Na egal, rein da. Alles klar. Well, Luke has more to say, I guess. Where's Sarah? She's got her book. She doesn't need to be a part of this. Okay, anscheinend reden die wohl über uns. Ah, und der Arm, der blutet immer stärker, ne? Ah, so scheiße. Okay, dann gehen wir mal hier längs. Oh, hier ist die Küche, also da sind sie drinne. Okay, hören wir doch mal, was sie sagen. She's connected to somebody. There's no way she's out here by herself. She said she was with a friend and they got attacked. Yeah, right. Whoever she's with. They'll probably come looking for her. They said we got her last in the You think we should bring her in here? No, I'm just saying it wouldn't look too good. It's just a precautionary measure. Anyone else would do the same. You really think Carver would come after us? You think he wouldn't? He's not exactly the cop. Oha, der hätte uns fast gesehen. Alles klar, dann gehen wir weg von der Küche. Alter, das war knapp. So, schauen wir uns mal um. Wir brauchen auf jeden Fall immer noch Nadel und Verbandszeug. Ja, schauen wir uns mal im Raum um. Vielleicht nach... Wir müssen die Sachen finden, aber irgendwo werden die in irgendeinem Raum werden die hier wohl rumliegen. Okay, hier scheint aber irgendwie nichts zu sein. Gut, vorsichtig wieder nach draußen. Also raus hier aus dem Zimmer. Okay, hier die Treppen können wir auch nochmal hoch. Oh shit. Die knatschen. Oh, bloß leise sein, ey. Okay, wir gehen mal in die Tür rein. Wir werden auf jeden Fall jeden Raum erstmal untersuchen. Denn irgendwo finden wir unsere Sachen schon, auf jeden Fall. Ah, guck mal, hier kann man sich gut umschauen. Schauen wir mal. Okay, eine Uhr. Die nehmen wir mit. Oh, Verbandszeug. Wunderbar. Ja, das sollte helfen, die Blutung zu stoppen. Allerdings, so, geht die Schranktür auf. Du benötigst eine Nadel und Desinfektionsmittel. Okay. Die Schublade ist leer. Gut, haben wir denn hier alles untersucht? Okay, ein Spiel. Okay, haben wir auch alles durchsucht. Dann gehen wir wieder raus. Und in die nächste Tür, würde ich sagen, oder? Oh, ich hoffe, wir treffen keinen oder werden erwischt oder so. Das wäre schlecht. Okay, gehen wir da rein. Oh, ein Badezimmer.
Okay, da ist nix. Oh, da vom Schrank vielleicht? Ja, eine Nadel. Eine Nadel. Eine sterile Nadel. It's clean. I'll still need something to keep it from getting infected. Alles klar, wir brauchen noch also Desinfektionsmittel. Oh, scheiße. Da kommt jemand. Oh, schnell verstecken, Clementine, versteck dich. Da rein. Oh, war das knapp. Ein Baby in dieser Welt, in der Klasse. Let it be okay. Let it be his. Jo. Okay, sie geht wieder. Wunderbar. Dann können wir rauskommen. Ja, Clementine weiß ich schon zu helfen, ne? Finde ich gut. So. Ein Zimmer haben wir noch vor uns. Okay, sie ist weg. Dann gehen wir doch mal in das Zimmer. Oh, oh, scheiße. You're not supposed to be in here. Kannst du mir helfen? Hi. Can you please help me? I'm not supposed to talk to you. My dad can't know. Hilf mir und ich werde es ihm nicht erzählen. Warum, was macht er denn dann? Help was liest du? I'm hurt. Please help me. I shouldn't. What happened to you? A dog bit me. Sounds scary. I bet it hurt. Ja, das tut höllisch weh. Ich könnte sterben, wenn ich mich nicht darum kümmere. Dein Papa war es egal. Soll ich dir die Wunde zeigen? I could die if I don't take care of it. Do you understand? I just need something to clean it with. I bet it would be with the rest of your medical supplies. Yeah, it is. Ja, ist es? I'll help you. Good. Oh, danke. Sie wird uns helfen. Das ist doch cool. Super. Hi, ich bin Clementine. I'm Clementine. We're friends, right? We can be best friends. I haven't met another girl my age since way before. It's hard to be the only girl, you know? Ja klar sind wir Freunde. Ich brauche das Desinfektionsmittel. Yes, we are friends. Promise? It's important. Ich verspreche. Trust each other, no matter what. I promise. Me too. Friends. Alles klar, aber so kleinen Fingerspur. Pinky swears forever. Ja, hält ewig. I'll see if I can find the stuff my dad uses when I get a cut. Let me look around. Oh, wir müssen noch in die Wunde unbedingt reinigen. Oh, wunderbar. You can't do it here though. Someone will find you. Don't worry, I won't. Alles klar, wir gehen. Ich würde sagen, wir gehen wieder zurück zum Geräteshoppen, wa? Um die Wunde zu versorgen. Okay. I better get somewhere safer to do this. Alles klar, Clementine. Dann gehen wir zurück in den Shoppen. Und los geht's. Oh, leise. Also wir haben jetzt einen Hammer. Also wir haben fürs Nähen haben wir jetzt auf jeden Fall alles da. Also die Sehne. Angelsehne, die Verbandszeug, die Nadel und das Desinfektionsmittel haben wir auch. Alles klar, dann können wir jetzt in den Schuppen. So. Bloß raus hier. Alles klar, zurück im Schuppen jetzt.
Oh, wenn ich das schon sehe, ne? Mich graut das jetzt schon. Oh, nein. Oh, Gänsehaut. Ich muss das doch jetzt nicht machen, oder? Oh, nee, Clementine. Kannst du das nicht alleine machen? Oh, komm schon. Oh, ja, 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 ja. Oh, das brennt wie Sau. Das kenne ich. Oh, Clementine, nein. Ich muss doch jetzt nicht noch die Wunde nähen, ne? Komm schon, das kannst du mir nicht antun. Ich habe schwache Nerven, Clementine. Oh. Alter, Leute von heute, ne? Also, ehrlich. Ich hoffe, sie macht das jetzt von alleine und ich muss es nicht machen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie krass ihr das jetzt findet, wenn ich es machen muss? Okay, der Faden ist durchgefädelt. Oh nee, ich muss das wirklich machen? Oh, komm schon. Oh! Oi, 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 oi. Oh, fuck. Oh, scheiße. Zieh durch. Zieh durch, Clementine. Komm. Ui. Komm noch ein paar Mal, dann haben wir es geschafft. Oh, Alter, mir wird gerade ganz anders. Wenn es auch so geht, kannst du ja mal in die Kommentare schreiben. Oh! Aber besser so, als wenn die Wunde sich eine Infektion bekommt. Oh! Oh, Clementine, durchhalten, komm. Einmal noch. Okay, und zieh. Fast geschafft, Clementine. Einmal noch, komm, einmal noch. Und los. Oh, verstochen auch noch. Oh, shit. Oh, geschafft, Clementine. Sehr schön. Oh, ey, 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 ey. Ja, das sieht doch schon mal viel besser aus. Okay, jetzt müssen wir das Ganze noch verbinden. Sehr schön, sehr tapfer, Clementine. Ja, das hat sie doch wunderbar, haben wir doch wunderbar gemacht. Oh, jetzt fällt uns das auch noch im Boden, ja super. Ach du Scheiße. Oh, was? Hau ab. Fass mich nicht an, geh weg. Hat er uns gebissen? Der hat uns doch gebissen. Nimm Stein, Clementine. Hau drauf. Lass mich los. Oh, shit. Oh, das gibt's doch nicht. Wieso immer ich? Weg mit dir. Hier noch ein Stein. Gut gemacht, Clementine. Nimm das. Genau. So, schubst ihn. Los, 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 los. Oh, Kuh drücken hier. Komm schon. Und weg mit ihm. Jawohl. Nimm den Hammer jetzt. Und jetzt gib ihn. Komm. So. Einmal. Und nochmal. Los, gib ihn. Komm schon. Das war's. Oh, Mann, ey. Holy shit. What the... How did it get in here? Little girl's tough as nails. Are you all right? Immer noch nicht gebissen. Still not bitten. I never was.
And you left me out here to die. Ja, allerdings, sie hätte uns hier zum Sterben zurückgelassen. Where'd you get that stuff? Did she steal from us? Ja, ich habe euch bestohlen. Ich habe es getan. Ihr habt mir keine Wahl gelassen. You left me no choice. You could have just left. Relax, Rebecca. Bring her in, and I'll take a look at her arm. Damn lurker sneaking around out here. We better get inside. You hungry? Lass mich in Ruhe. Naja, wenigstens kommen wir jetzt ins Haus. Na, ein bisschen nervös, mein Freund, oder was? This might hurt a little. Ow. How's she look? Her suturing skills need some work, but otherwise, I say she should be fine. So, it wasn't a lurker bite? If it was, the fever would have already set in, and her temperature would be through the roof. Ja, so ist es. I wish you wouldn't have done what you did. Ich war verletzt und du hast nicht geholfen. Wovon redest du? Ich habe nichts gemacht. What do you mean? You manipulated my daughter. I asked for her help. She's not someone you can just ask for help. I'll give you the benefit of the doubt, but there are a few things you need to know about my daughter. Okay. She isn't like you. You may not get that initially, but once you're around her for a while, you'll understand. Alles klar. How bad the world is, what it's really like out there, she would cease to function. Okay, also sie ist nicht wie wir. My little girl. She's all I have left, and I would ask that you stay away from her. Ja, wenn du möchtest. Tut mir leid, ich wusste das nicht. Du musst mir nicht drohen. You don't have to threaten me. Rebecca was worried you might be working with someone else. That your being here was no accident. I guess we'll find out. But one thing I know for sure, you are not to be trusted. Ach, mir darf man nicht vertrauen. Stay away from my daughter. No, wie du willst. Hey, brought you some food if you're hungry. Vielen Dank. Endlich was zu essen. That's gonna leave one hell of a scar. Wirklich hässlich. Besser als ihn zu verlieren. Er stört mich nicht. Better than losing it. You can say that again. Scars? They're way cooler than stumps. What? Nothing. I just had a friend who lost his arm once. That's all. Aha. Und was will der jetzt schon wieder? Was habe ich jetzt schon wieder verbrochen? Hey, look. I just want to say I'm sorry for being a dick out there. I got kind of aggro, and that was definitely not cool. So is it. Nick's been known to go off every once in a while. Don't hold it against him. Yeah, I guess we all have our moments. Ist schon okay, Entschuldigung angenommen. Had one out there. You were just protecting your friends. I get it. Well, I didn't mean to be so harsh. I just... we had a bad experience once. Wir hatten alle schlimme Erfahrungen. Was ist passiert? Du hast trotzdem übertrieben. Wir hatten alle schlimme Erfahrungen. Nick lost his mom. We took care of someone who got bit. It was my fault. It was no one's fault. We thought we could control it, but we couldn't. And then she turned, and his mom was standing right there, and she got attacked. And there was nothing we could do about it. Anyway, hopefully you understand. Ja, wir verstehen das, aber das hättest du uns auch gleich sagen können. Jedem, was? Jedem sind schlechte Dinge passiert, ja, tue ich. I do. Yeah. So, since you're pretty much on your own, what's your plan?
Ich denke darüber nach, weiterzuziehen. Vielleicht hier bleiben. Ich weiß nicht. Ich denke weiterzuziehen. I'm thinking about moving on. Well, you're welcome to stay here if you want. Okay, let yourself heal up. Take some time to sort things out. Do you think everyone else will be okay with it? They'll just have to deal with it. Alles klar. So, what happened to your parents? If you don't mind me asking. I mean, I assume what happened to them is what happened to just about everyone's parents. You're just so young. Didn't think you could. Andere Leute kümmerten sich um mich. Sie sind gestorben. Maybe you did. Spielt eine Rolle? Ich sag, glaube ich, dazu gar nichts. Hey, I'm sorry. I shouldn't have asked. Meine Eltern sind gegangen und kamen nie wieder zurück. Ich habe es versucht, meine Eltern zu finden. Anfangs wurde ich mit Babysitter zurückgelassen. My parents went on vacation and left me with a babysitter. And they never came back. We went to Savannah to find them, but they were already dead. Wow. I'm sorry to hear that. Dann habe ich Lee getroffen. This man found me and took care of me. We met up with other survivors and we all tried to make it. But it didn't work. His name was Lee. He taught me how to survive. He's the reason I keep my hair short. What happened to him? Ich habe ihn umgebracht. Er rannte weg. Er starb, um mich zurückzuholen. Dasselbe, das jedem passiert. Ich habe ihn umgebracht. He got bitten, protecting me. And I had to kill him before he turned. Wow. I had to. Ja, das war die schwerste Entscheidung überhaupt. I hate to interrupt, but I'm out there standing watch and I can't help but notice this place is lit up like a goddamn beacon in the middle of the woods. Yeah, it's time to turn in anyways. Now get your winks while you can, because we're going fishing at first light. Couple fresh brookies for dinner? Hmm, wouldn't that be nice? Alles klar. Na, eigentlich sind sie ja doch sehr nett, ne? Oh, you're still here. Ah, was soll die denn, ey? Also man merkt schon, dass sie Probleme mit uns hat. I wouldn't get comfortable if I were you. Luke hat mich eingeladen zu bleiben. Ich bin ein kleines Mädchen. Von wem ist das Baby? Luke invited me to stay. Good for him. But that's not how things work around here. We make decisions as a group, and you're wearing out your welcome. You got what you came here for. Now go. Ja, kein Problem. Dann gehen wir eben. Ey, ich hasse sie jetzt schon, ne? Auf die werden wir aufpassen müssen. Definitiv. How you holding up? I heard you got an earful from Rebecca last night. Once she gets going, das ist ihr Problem. Sie ist gemein, ich mag sie nicht. Sie macht mir keine Angst. She's all talk. She doesn't scare me. She was in a mood last night, that's for sure. How far are these fish traps? It ain't much further. Anyone teach you how to shoot? By that I mean taught proper. Mein Freund brachte es mir bei, mit einem Gewehr noch nicht. Ich mag Waffen nicht. Mit einem Gewehr noch nicht. But not a rifle. Well, that makes sense. Less kick. This thing would probably knock you on your ass. Das glaube ich ja weniger. Nick was about wir sind talentiert, was Waffen angeht. Angehen, angeht. 13-point buck just standing there on the ridge line. The boy takes the rifle, he lines up the shot just like I taught him, and then I hear him start whining. He turns to me and he says, I can't do it. I can't shoot it, Uncle Pete. Wirklich? Was für ein Baby? Oh, wirklich? Really? No way.
Hey! Why didn't you wait? You want us standing around while you piss on a tree? You know where the river is, boy. Anyway, so I grab the gun out of his hand before the big buck runs off, when bang, the gun fires. Boy nearly gut shot me. And of course, the buck gets away. What are you going and telling her this shit for? 'Cause you almost blew her face off yesterday. Seems relevant. Trying to let her know it's nothing personal with you. Why are you always giving me a hard time? Because you're always giving everyone else a hard time. I apologized already. Ist schon gut, er hat sich entschuldigt. Ich will den Rest der Geschichte hören. Lass uns einfach in den Fluss gehen. Let's just get to the river. You're always trying to embarrass me. You're doing a good enough job of that on your own. Ja, immer locker machen. Leaving us again. Chill mal euer Leben. So anyway, I found that buck later that season. Shot it right in the neck. Brought it up to my sister's figuring she'd want to freeze some of the meat. Nick didn't speak to me for weeks. Sometimes you gotta play a role. Even if it means people you love hate you for it. Alles klar. Er hasst dich nicht. Er ist ein Trottel. Du solltest ihm nicht... solltest es ihm sagen. You should tell him that. Uncle Pete! Okay, und los geht's. Alter, was? Nick! Alter, Alter. Jesus, Mary and Joseph. Was denn hier passiert? Hups. Hupala. Full of holes. Who do you think did this? Not sure yet. But it ain't your average gang of thugs, that much I know. Think about it. You're Carver, what do you do? Who's Carver? Check those guys there. Be careful. Some of them might still be moving.